Okay, Eisen hier nicht in Sicht. Oh, das ist so viel angenehmer zu reisen. Nein. Hier scheinbar überall Lava. Das ist nicht gut. Doch, weil hier irgendwo müsste, da müsste ja eigentlich viele Schätze in der Nähe sein. Oh, mir ist ein Zombie auf dem Dach gespawnt. Wie ist das denn passiert? Ich dachte, du hast alles Nein. ausgeleuchtet. Nicht das Dach. Ha. Theoretisch müsste es hier auch irgendwo Diamanten finden geben. Oh, hey, ich habe Kürbisse gefunden. Ich habe immer noch kein Eisen gefunden. Und das war's mit dem Wasser für heute. Warte, 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 warte. Okay, den Amboss zu bauen wird dann doch ein bisschen schwieriger, denke ich. Ja, braucht halt doch so einiges an Ressourcen. Und ich gehe mal woanders in die Höhle rein. Ich bin bei minus 1100 und minus 2500. Wo war es nochmal? Bei minus 2500? 2000, minus 2, minus 2064 und minus 4200. Okay, also bin ich fast auf der X-Höhe, aber Y braucht noch ein bisschen. Beziehungsweise Z, dank der tollen Benennung in Minecraft, die abweicht von jedem anderen Spiel. Na gut. Beziehungsweise von der Mathematik. So sehr weicht das gar nicht ab. Wir haben bei uns auf der Arbeit eine Maschine, mit der ich ab und zu arbeiten muss. Ah, stimmt, ja. Die ist. Die Mathematik war es, die mich immer aufgeregt hat. Ja, was ich aber sagen wollte, die hat so die Eigenheit, wenn du ein Werkzeug drin hast, dann hat sie normal XYZ. Wenn du kein Werkzeug drin hast, hat sie ZXY. Aha. Das bedeutet, wenn du mit per Hand irgendwo verfahren willst, musst du sehr viel Glück haben oder ja, du musst eigentlich sehr viel Glück haben, dass du nicht die Maschine kaputt Und machst. ein Werkzeug und einspannen. Yippie-yay. Ist Oder was meinem ist Chef auch eigentlich? überhaupt nicht schon dreimal passiert, seitdem ich da arbeite. Okay, gibt's Kohle? Okay, 1300 und minus. Also Hoffe hier auf 1300 und Eisen. 2700. Ich bin fast da, nur noch 1000 Blöcke weg. Etwa. Ojo. Und ich habe sehr viele Zombies hier, Hilfe. Ich hab hier auch einen Zombie. Ich habe keine Ahnung, ob der Hund sich noch mitportet oder ob der irgendwo auf dem Weg verloren gegangen ist. Okay, ich glaube, in dieser Höhle wurde schon alles Eisen weggenommen. Au. Wieder in deiner eigenen Mine oder bist du in der öffentlichen Mine? Ich bin in einer Mine, wo schon viele Fackeln drin stehen. Ah, also wahrscheinlich in deiner. Nee, nicht meiner. Habe ich in der Mine Fackeln platziert? Irgendjemand hat da Fackeln platziert. Also ich nicht, ich benutze die eigentlich nur in der Hand. Also Kohle ist ja einiges. Meine Spitzhacke ist kaputt. Mir geht das Eisen aus. Ich habe noch 10 Eisenbarren. Sollte ich die erstmal dafür nutzen, Spitzhacke zu machen? 1500, 3000, yay.
Also Ziel wäre es für heute, für den Stream heute, dass wir da irgendwie mal eine Kiste voll kriegen. Dass wir dann im nächsten Stream anfangen können. Du redest von Zielen. Ja. Wer von uns ist gerade auf dem Weg, dir scheiß braunen Farbstoff zu besorgen? Ich besorge mir jetzt Eisen. Okay, ich habe einen Eimer. Aber was ist das? Ist ein Blumentopf oder irgendwas ist das? Muss, glaube ich, aus Lehm hergestellt werden oder irgend so. Was in der Art? Oh nein, Wasser. Habe ich das Boot noch? Ich habe das Boot noch. Brauche Stecks. Spitzhacke. Jetzt habe ich nur noch 7 Eisen. Und das war's mit dem Wasser. Ich sollte mal vielleicht ein bisschen Fackeln mitnehmen. Wow, Achtung, ich bin gerade im Skelett. Berg gelandet. Da klappert ein Und falls man Skelett. Kohle möchte, ich hab hier. Ach, Kohle gibt es hier Oh genug. mein Gott, jetzt habe ich erst bemerkt, was mich an diesem Bild mit dem, was man alles braucht für die Kiste aufregt. Was denn? Und was? Er macht eine kleine Kiste auf und hat das Inventar von der großen Kiste. Ja. Ah, ich habe mir ja gleich eine große Kiste Ich gebastelt. guck dieses Bild diese ganze Zeit an und denk so, irgendwas stimmt nicht. Irgendwas stimmt nicht. Okay, jetzt muss ich Ja. also straight hier lang. Gut, also hier lang. So, fucking habe ich jetzt Ich muss genug. nur noch 1000 Blöcke weit. Hurra. Hurra! Hip, hip, Und ich sehe buh. Wasser. Hip, hip, buh. Nein, Spaß. Hip-ulala. Keys. Dann werde ich mich mal hier runterbuddeln. In der Hoffnung, da vielleicht auf Eisen zu stoßen. Ist brandgefährlich hier unter dem Kies. In die Kiesgrube rein. Braucht jemand Kies irgendwo für? Nein. Ich glaube, Kies braucht man generell nie. Bitte Noch Eisen. 700 Blöcke etwa. Ein bisschen Eisen muss es hier doch geben. Bin übrigens überrascht, dass ich noch nicht von Monstern getötet wurde. Was nicht, das kann noch Ja. werden. Beziehungsweise noch nicht mal eins gesehen habe. Wollte ich auch Das gerade kommt sagen, erst kann auf ja dem noch kommen. Rückweg. Ja, das Dann, wenn du stimmt. mit komplettem vollen Inventar rumläufst, dann kommt das. Das Volles könnte Inventar, sein. du meinst bestehend aus einem Dschungelbaumsetzling und wahrscheinlich zwei Kakaobohnen. Ach nein, wir wollten ja noch Bambus. Scheiße. Ja gut, das ist jetzt auch nur ein normaler Dschungel, den ich da jetzt rausgesucht habe. Ich hab nur gesagt, falls du es findest. Ich bin ja fast da. Es sind nur noch 500 Blöcke. Müsst ihr ihn eventuell Okay, hier gleich ist sehen. Kohle. Und dann kommt's raus, dass es einfach nur so ein 1x1-Dschungel ist.
Oder ein Baum. Ja. Ein Dschungelbaum. Das wäre belastend. Ich kann der Hühnchen. Kann man das in Minecraft eigentlich machen, dass man jedes Biom auf einmal eins beschränkt? Hat man sozusagen. Das Springen tut's das halt über einem überhaupt nichts. Aber in der Theorie kannst du einen World Generator so konstruieren, ja. Aber das wäre halt scheiße. Kann man alle Bäume dicht aneinander. Eine Biome. In Greifnähe. Ja gut, aber einmal eins kannst du nicht generieren. Das höchste, kleinste, was du, glaube ich, generieren könntest, ist Chunk. Als Chunk das Ganze. Aha. Beziehungsweise bei einmal eins könntest du es generieren, aber du könntest die Biome nicht mehr unterscheiden. Gut, ich grab mich hier dabei mal runter. In der Hoffnung, irgendwo Eisen zu finden. Und ich brat mir gerade Hühnchen. Und wenn ich kein Eisen finde, dann wird's auch knapp mit den Spitzhacken. Ich muss Steinspitzhacken nehmen. Ich sehe ihn noch nicht, das macht mir Angst. Oh, hab mich vertippt, das war doch eine Tiger, nee. Ja, und wenn, ich habe Kürbisse gefunden und möglicherweise könnte ein Hund irgendwann auftauchen, also. Möglicherweise? Ich habe keine Ahnung, ob der überlebt hat oder ob der irgendwann auf dem Weg verloren gegangen ist. Oh, hier scheint eine Höhle zu sein. Ich bin an vielen Lavagruben vorbeigegangen, also. Ich kann mir nichts garantieren. Ich bin auf eine Höhle gestoßen und da ist ein Zombie. Noch 200 Blöcke. Habe ich hier vielleicht Erfolg? Steht bisher nur ein Berg. Also minus 2064 und minus 4200. Ja, wie gesagt, lang ist es nicht mehr. Ich bin jetzt bei minus 2100 und minus 3900. Es sind mehrere Zombies. Und ein Creeper. Ich sehe noch keinen Dschungel bisher. Was zum Henker? Hier sind gerade drei Zombies und zwei Creeper. Lass doch, die haben wahrscheinlich Klassentreffen. Ah, ich will da runter. Das könnte problematisch werden. So, Creeper gesprengt. Jetzt Ruhe hier. Ne, da sind die nächsten Zombies. So, ich bin bei 4000 und 2073. Ich sehe keinen Dschungel. Warte. 4000 und 2073, was? Bei X minus 2000 und Y. Hier muss doch irgendwo ein Spawn sein, hier muss doch. Was war's? 4000 minus 4200. Ja, also noch ein bisschen Zeit ist, aber ich müsste langsam sehen, eigentlich. Ich weiß nicht, hier ist doch irgendwo ein Spawn, das ist. Wo kommen die ganzen Zombies her? Also, hier ist nichts. Hier ist safe irgendwo ein Zombie-Spawn. Ich hoffe. Ach doch, da hinten! Hey! Locate my home. Das ist Skelett, was ich sehe. Ich glaube, ich kann es sehen. Nein, 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 nein. Gewürzgurkenmarmelade. Ich gehe hier erstmal wieder hoch. Kein Bock jetzt hier zu sterben. Ja, wir haben hier sehr viel. Okay, jetzt muss ich nur noch irgendwie einen Setzling bekommen und. Ist da irgendwo Bambus? Bisher noch nicht. Ich bin gerade erst angekommen. Ich habe aber einen 1x1 Baum gefunden gerade, also. Ich weiß nicht, wie das möglich war, aber
existiert. Einmal eins Dschungelbäume können auch spawnen, ja. Okay. Ich wusste nicht, dass das geht, aber. Ich muss mal futtern. Nee, die sind nicht alle 4x4. 2x2. Nein, ich meine wirklich einen Block und außenrum Laub. Oh, ja gut, das wird ja auch gespawnt in als Buschwerk. Ah ja, okay. Das ist in Dschungeln eigentlich normal. Bin ich so. Oh, ich hab die ganze Zeit die Playlist wieder aus hier und ich wundere mich. Jetzt machen wir mal wieder Musik an. Oh, ja. Ist okay. Viel besser. Das ist das Gute, wenn wir gleichzeitig die Playlist laufen haben. Mhm. Einem auffällt es 90% auch beim anderen. Okay, irgendwo hier müssen noch Kakaobohnen sein. So ein bisschen Fisch schnabulieren. Kann die eigentlich auch pflanzen, den Kakao? Oder? Den kannst du auch pflanzen, wenn du Dschungelbäume mitnimmst. Also Dschungelholz. Ich gedenke, Dschungelbäume mitzunehmen, und zwar mindestens einen Setzling, falls ich einen bekomme. Am besten mindestens 4 Setzlinge. Ja. Weißt du, was ich meine? So, dass ich einen guten Baum rauskriege. Boah. So, jetzt geht's wieder runter. Ich hab noch gar keinen, hey. Ich glaube an dich. Ich spür den Tiger in dir. Ich will jetzt erstmal die scheiß Kakaobohnen finden. Bevor ich die sehr großen Dinge angehe. Und hier ist der Dschungel schon wieder vorbei, hey! Nee, du hast da Kohle übersehen. Ich habe keine Kakaobohne gesehen, also. Ich glaub nicht, dass es die hier gibt. Oh. Ich habe hier Kohle übersehen. Das ist immer Kohle. Spinne! Hier ist doch irgendwie wirklich. Hier muss doch irgendwo ein Spawn sein. Hier sind schon wieder 3 Zombies. Hier sind Klassentreffen. Hier ist irgendwie. Ich finde es aber gut, dass die Bäume schnell verschwinden. Momentan. Und vieles einfacher. Ich habe einen Dschungelsetzling. Und meine Fresse, wie soll ich hier jemals reinkommen? Türsteher-Zombies. Ich sag dir, hier unten ist eine Zombie-Farm. Aber wenn ich da jetzt reinspringe, dann komme ich da nie wieder, dann bin ich raus. Da hab welche. Haha! Ja! Schau mal, Himo. Was sagt dich dazu? Nie wieder, denn wenn ich rauskomme. Braucht man nochmal, um Vögel zu zähmen? Samen, oder? Da unten liegt meine Spitzhacke und mein Schwert. Das ist. Na gut, dann komm mal her, Vogel. Hey, wo ist der? Ich mach mir aber trotzdem erstmal ein Schwert. Ist es gerade Nacht oder gewittert hier? Beides. Es ist gerade Nacht. Und okay, es regnet. Cool. Ich sehe hier nämlich absolut gar nichts. So. Steinschwert. Steinspitzhacke. Okay. Und let's go. Hui. Stimmt, ich könnte eigentlich mal das Feuer-Headset wieder anschließen an Strom. Feuer-Headset? Also ich sehe hier gar nichts gerade. Also wirklich null. Das ist gerade etwas störend. Ich glaube, ich bin aus dem Dschungel wieder raus, glaube ich. Das ist dann wirklich ein mickriger Dschungel. Nee, aber ich habe Melonen gefunden, hey. Der ist doch auf dem Feld. Ich hab Bambus! Nice! Eine Stange Bambus! Sicher. Wow! Und zwar, es könnte Wasser sein oder es könnte ein Loch sein. Ich kann das nicht erkennen gerade, aber. Meine Fresse! Was ist für ein Loch hier unten? Ja, ich hab wirklich eine Stange Bambus hier! In dem ganzen Dschungel!
Okay, ich glaube, ich sollte da nicht mehr runtergehen, das da ist ein Zombie-Loch. Gut, Sollte dann man ja kommen schnell wir den jetzt Spawn zerstören. gesammelt. Na, runtergehen und den Spawn zerstören. Er wird schon da sein. So, hier. Ich habe gerade in deiner Mine aufgeräumt, Zwergi. Du kannst es jetzt noch mal versuchen. Warum habe ich hier so viel Scheiße im Inventar? Was will ich mit Wolle? Gibt's dir jetzt hier Eisen? Oh, ich habe Gold. Bin auf Gold getroffen. Aber die Skelette wollen mich nicht ranlassen. Okay, ich fange wieder langsam an, was zu sehen. Fackeln, 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 Fackeln. Ich finde mein Zeug nie wieder, wenn ich hier drauf gehe. Ja, da vorne ist noch mehr Bambus. Diesmal werden wir auch sehen, ob ich tatsächlich Bambus eingesammelt habe oder nicht. Verdammt. Ups. Ah, die Melonen könnte ich mal essen. Finde den Scheiß nie wieder. Bevor ich hier drauf gehe. Da unten gibt's verdammt wertvolles Zeugs. Ja. Prof, ich bräuchte mal deine Unterstützung. Kommst du mal mit runter? Wir müssen da mal gemeinsam kämpfen, zu zweit. Ich bin im PvP ziemlich nutzlos, beziehungsweise im PvE auch. Das ist derjenige, der baut, nicht derjenige, der kämpft, oder? Yeah. So, wo ist mein Krams? Ich glaube hier nicht. Küstglas. Bambus finden. Ich bin aber Richtung Licht gegangen hier. Immer ins Licht gehen. Das ist die Danke. Lava. Bitte. Oh, hier sind Das ist mein Kakaobohnen. Zeug. Oh! Hätte ich fast nicht erkannt. Weil alles hier schwarz in schwarz war. Das könnte Eisen sein. Das sieht sehr gut aus. Wenn es Eisen sein könnte, dann ist es meistens auch Eisen. Es ist welches, aber nur ein Block. Das ist eine mickrige Ader. Das ist noch ein Eisen. Hier ist ein Schwein auf den Bäumen. Ja. Und Gold. Das magische Schwein. Ah ja. Das schmeckt vorzüglich. Okay, Gold kann ich ohne Da kann ich Eisenspitzhacke nicht nicht vorbei. abbauen. Oh, das war Busch. Also Gold kann ich hier nicht abbauen, weil ich nur eine Steinspitzhacke habe. Ja. Aber die Musik ist gerade sehr gut. Passt zwar null zu einer Höhle, aber. Gucken wir mal, wo ist denn hier der Bambus, den ich gesehen hatte? Oh, hier ist ein Händler gerade aufgetaucht. Oh, Eisen. Ich höre jedenfalls gerade einen Händler. Bringst du ihn um oder benutzt du ihn? Ich brauche ihn persönlich nicht, aber ich bringe ihn jetzt nicht um, weil ich habe Besseres zu tun. Was hat er denn? Hat er zufällig Dschungel, Ich Holz habe oder keinen Kakaobohnen? blassen Schimmer, ich habe Okay, nichts. 6 Eisen habe ich jetzt. Was macht 6 Eisen? Wie viel Eisenbahn kann man daraus schmieden? Sechs. Was? 6 Eisen sind 6 Eisenbarren. Na toll, man muss noch einiges an Eisen finden. Ja. Mir scheint es ja grundsätzlich welches zu geben. Das ist ja. Jetzt hat sich die Lage auch hier beruhigt. Hier ist noch mehr Eisen. Oh, ich habe 2 Dschungelsetzlinge. Das heißt, ich habe fast einen Baum. Ich brauche diesen scheiß Bambus noch. Wie viel Eisen brauche ich für den Amboss? 30 hast du ausgerechnet. Das waren 31, wenn ich es richtig im Kopf hatte. 30. Also Okay, dann habe ich schon 9, elf. 10, 18, 27, 18, 29, 30, 31. Ja. Okay, 11 habe ich ja schon mal. Hier ist noch Eisen. Hier ist eine Fledermaus. Fledermaus, die Fledermaus, die flederte sich einen raus. Oh, ich liebe diese Musik. Herrlich.
Oh, der Dschungel ist doch größer als 16. Erwartet. Wie viel doch größer als erwartet ist er denn? Och, da ist ein kleiner Fluss dazwischen, wo ich dachte, er hört auf, aber nach ein paar Metern fängt er wieder neu an. Die Frage ist, was hast du erwartet? Was sehr Kleines. Stimmt, du hast denn einmal einen Block erwartet? Ja. Das hat einfach gepasst jetzt nach so einer langen Reise. Aber dann wäre ja auch ein 2x2 Block größer als erwartet. Das stimmt. Ah, da vorne ist der Vogel. Hey. Vogel, 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 Vogel. So, 21 Eisen habe ich jetzt. Es reicht noch nicht, ich muss noch weiter suchen. Jo, ich habe den Vogel. Ich habe auch keine Ahnung, ob der Hund überlebt hat oder nicht. Oh nein, Creeper. Verdammt. Ich hätte der Vogel überlebt. Eisen. Gibt's mehr Eisen? Hier ist eine Kuh auf dem Baum. Okay, hier sollte ich vielleicht nicht runterspringen, wenn ich leben möchte. Willst du leben? Ich bin unsicher. Wie komme ich da jetzt am besten runter? Okay, lass mich in Ruhe. Ohne dass ich drauf gehe. Wahrscheinlich klettern. Oh nein. Einmal quer durch den Baum. Ich muss nicht einen Baum runter, ich muss einen Abgrund runter. Bleib da unten, Zombie. Einmal quer durch den Baum. Okay. Bringt okay, wahrscheinlich das war viel Eisen. Einmal eins vom, der relativ hoch. Okay, ist. Ich habe jetzt 33 Eisen, das müsste reichen, oder? Nein. 33 Eisen. Ich nehme noch ein bisschen Kohle mit. Er hat doch gesagt, 310 brauchst du. Ah, okay. Natürlich, natürlich. Dann muss ich hier noch ein bisschen in der Mine bleiben. Vielleicht finde ich hier noch Diamanten, die ich mit der Steinspitzhacke nicht abbauen kann. Jetzt muss man den Weg wieder nach oben finden. Ein Dschungelsetzlinge. Lebendig wieder hochkommen. Und noch immer kein Bambus. Brauchen wir eigentlich irgendwas Spezielles zum Bambus abbauen oder? Jetzt gewittert's. Bus! Okay, da ist noch Eisen. Irgendwo schlägt hier gerade ein Blitz ein. Wahrscheinlich bei mir. Aber ich hör's bei mir. Oh. Dann vielleicht irgendwo in deiner Höhle. Meine Höhle gewittert's, genau. Ich nehme einfach mal alles an Kakaobohnen mit, die ich finden kann. Okay, von da kam ich hier. Da war das Gold. Okay, wie komme ich jetzt hier wieder hoch? Oh hey, Melonen. Nehme ich mal mit, falls ich was zu essen brauche. Im Zweifel nach oben graben. Ins Wasser gefallen. Eisenpropeisen. Boah, das Gewitter stört hier aber wirklich. Warum gewittert es hier so heftig? Keine Ahnung, bei mir macht es wenigstens Sinn. Ist das bei euch? Macht das bei euch auch so ein Gewitter, oder? Oh, das war Gewitter gerade. Ja. Warum höre ich das bis unter die Erde? Es ist halt ein gutes Gewitter. Noch gute deutsche Qualität, richtige Wertarbeit. Da ist ein Bambus, oder? War das auch wieder? Nein, okay, das ich habe jetzt einiges an Eisen. Hier ist eine richtige Eisenmine. 52 Eisen, da muss ich es nur noch hochfinden damit. Ich brauche immer noch einen Dschungel und einen Stückchen Bambus. Ah, Rums. Ja, hier ist Birke wieder. Das heißt, ich muss wieder in die andere Richtung. Ich muss hier schnell hoch. Prinzipiell geht es dort aufwärts, also sollte ich mal versuchen. Prinzipiell geht es nach oben. Also sollte ich mal versuchen, hier hochzukommen. Scheiße! Also Eisen habe ich jetzt dann noch mit genug mit dabei. Wenn ich es nochmal rausschaffe hier.
muss gucken, dass das ich nicht sterbe. Das klingt nach einer gesunden Lebenseinstellung. Das versuche ich ja auch gerade. Hier bekommt bald überall. Okay, hier geht's verdammt weit hoch. Ah, das sind. Oh, hier sind viele Kakaobohnen. Ich habe jetzt schon. Ich habe einen Stack Kakaobohnen. Ich baue mir jetzt eine Treppe nach oben. Oder nicht jetzt so. Einen einzigen scheiß Bambus. Bambus! Ich dachte, du hast doch einen. Ich habe keine Ahnung, ob ich den gesammelt habe. Ich sehe ihn im Inventar nicht. Wenn ich mich jetzt stufenweise nach oben baue, dann muss ich ja irgendwann oben rauskommen. Ich vermute also einfach mal, dass ich ihn nicht habe. Wenn ich ihn nicht sehen kann.